Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da. Und jetzt nach wirklich sehr, sehr langer Zeit habe ich endlich wieder Zeit, mich mal meinem kleinen Crusader Kings 2 Rollenspiel Let's Play zu widmen. Es ist der 9. Januar 1940, ich musste mir gerade erst meinen Überblick verschaffen. Und was wichtig ist, ich habe mir jetzt dann doch, als es im Angebot war, den Holy Fury DLC gekauft. Hab den jetzt auch mit drin, das scheint zu funktionieren. Und da müssen wir einfach mal gucken, inwieweit der funktionieren kann. Oh, wir haben eine Tötungsliste, guck mal. Hier sind alle drin, die wir umgebracht haben. Ja, also, das ist er, unser guter König Fürges, der Abstoßende. Wir sind gerissen, aber auch vernarbt und versoffen und entstellt. Gleichzeitig brennen wir für Religion, sind paranoid und willkürlich. Also, das ist echt nicht unbedingt ein Sympathieträger. Aber das ist ja okay. Wir haben zurzeit auch natürlich den Sichereifokus. Der wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben. Und wir sind im Krieg mit Oberlothringen, die da irgendwie eine riesige Armee aufgestellt haben gegen Italien. Unser italienischer Verbündeter hat uns damit reingezerrt. Asturien ist noch dabei. Also das ist das hier, glaube ich. Nee, Moment, mal gucken mal. Asturien, ja, das ist hier das alles. Guck. Ich finde das so krass. Guck mal, das ist Asturien. Italien ist auch riesig. Und Lothringen ist das da. Das kleine Pupslichen. Und trotzdem haben die hier Armeen laufen, wo man sich spontan denkt, Alter, ich weiß gar nicht, was das soll. Also das ist höchst eigenartig. Aber ich habe beschlossen, ich werde da mich nicht anschließen. Hier unten ist übrigens noch unser Neffe, der aber eine eigene Blutlinie begründet hat, den wir hier hingetan haben. Und der hier der Herr von Tregor ist. Das haben wir von seiner Mama, hat er das geerbt. Genau. Muss das gerade erstmal so ein bisschen wieder in... Patrick, ja. Ne, die Schwester. Na gut, egal. Unsere Schwester hatte das geerbt und die hatte das hier. Von dieser da kommt das. Also aus der Linie kommt das. Ging an sie über und so weiter. Genau, so sieht das aus. Also quasi, ja, alles ein bisschen spannend. Mein Plan ist tatsächlich, wir sind ein religiöser Eiferer und wir haben hier Heiden. Und ich will die irische Krone für mich alleine zu haben. So, wir gucken jetzt mal, was hier so los ist. Das ist tatsächlich immer noch ein relativ großes Reich. Und unsere Verbündeten haben Probleme. Wir haben mit denen... Verteidigt gegen Schottland. Okay, also grundsätzlich, ich bin echt am Überlegen, ob wir jetzt da mal Waffenstillstand mit König Falki, genau, bis 41. Und sobald das soweit ist, werden wir da einen heiligen Krieg, um die Einigung Irlands voranzutreiben, führen. Das ist jetzt so. Bis dahin fehlt uns, wir sind ein ungekrönter Herrscher. Das ist also, einer der folgenden Punkte muss zustreben. Im Frieden. Okay. Alle nachfolgenden Bedingungen müssen erfüllt sein. Titelrang ist Kaiser. Ne, das wird nicht. Da gibt es einen Sohn. Und das ist unsere Tochter. Die braucht einen Fokus. Was hat sie denn so? Überheblich, eigenwillig. Verspielt. Na, dann werden wir sie mal in die Intrige setzen. Mal gucken. Also das sieht nicht so aus, als könnten wir das machen, weil muss man Kaiser für sein. Na gut, egal. So, wie gesagt, es ist wirklich eine Weile her, wenn ich jetzt erstmal wieder reinkommen muss. Es tut mir echt leid, aber es ist gerade einfach so. Ihr werdet von einer großen, begeisterten Menschenmenge vor einem hohen Gebäude in Uleid angezogen. Es scheint, als wären sie zusammengekommen, um die Eskapaden eines Mannes, der auf dem Dach des Gebäudes geklettert ist, zu beobachten. Der verzweifelte Mann, den Härten des Lebens überdrüssig, droht zu springen und die schaulustige Menge treibt ihn weiter an. Mach's nee, Junge. Er eilt in das Gebäude, wo ihr den verzweifelten Mann auf dem Dach erblickt. Nein, keinen Schritt weiter, ruft er, als er euch sieht. Befiehlst du mir oder was? Ich bin dein König, du Pfeife.
Langsam und vorsichtig nähert ihr euch. Ich möchte nur mit dir reden, sagt ihr, als ihr weiter zu ihm auf die Brüstung steigt. Ja, jetzt kommt hier der Sozialarbeiter durch. Wir reden erstmal mit ihm. Ihr versucht, den Mann zu beruhigen und sein Vertrauen zu gewinnen. Während ihr mit ihm redet, versucht er ihm vor Augen zu führen, wie falsch es wäre, sein Leben zu beenden. Zur Enttäuschung der Schaulustigen willigt er schließlich ein, mit euch zusammen herunterzukommen. Ja! Ich konnte etwas lernen. Wir haben ein bisschen Diplomatie bekommen. So, ja, hier sieht es halt immer noch... Was so die Entwicklung angeht, jetzt sieht es halt nicht so besonders gut aus. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Belagerung stopfen. Ich möchte gerne Legalismus, weil wir einfach dieses Erbschaftsrecht ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Luget. Wie alt bin ich denn eigentlich? 31. Ich kann halt noch eine ganze Weile laufen. Das ist okay. So, hier ist unsere Hauptburg. Wir gucken mal. Okay, Ausbau läuft. Hier ist eine Burgbefestigung. Ja, also wir müssen immer mal ein bisschen... Also ich will hier mich in Nordirland. Das ist so, das soll das Kerngebiet werden. Wir haben zwar hier unten noch Tuatumhain. Jetzt geht's wieder los mit lustigen irischen Namen. Aber mein Ziel ist schon, ich will mich gern hier oben schön festsetzen und hier diese ganzen Gebiete sollen mein bleiben, auf immer da. Genau, 7 Domänen haben wir. Wir haben 2 Baronien hier. 1, 3, 4, 5, 6 und wo ist die 7? Was haben wir noch? Tumbunghain, Reifne. Reifen ist hier, das haben wir auch noch. Das Feld unter Connacht. Den Titel halten wir auch. Wir sind Herzog von Connacht und Uleitz. Genau. Dann wäre es nämlich die Frage, ob man das hier dann irgendwann mal abgibt hier unten. Das ist tatsächlich... egal, ich behalte erstmal alles. Was ich kriegen kann, wird behalten. Tja, und guck dir das an. Lothringen haut hier Italien, aber guck mal, was die an Leuten haben. Also, das würden meine 3 Leute auch nicht ändern. Das ist halt so. Da sind ein paar Burgenmauern fertig. Also das ist echt so ein Problem. Was will ich ausrichten? Also, ich muss hier unbedingt diese Burg da oben, das ist die entscheidende. Das ist, soll die Kernburg werden. Und wir haben einen... Moment, der Abt ist tot. Der Abt ist nicht mehr Kämmerer. Brauchen einen neuen Kämmerer. 19. Das ist ein einfacher Höfling. Gibt es da jemanden, den ich bevorzugen müsste? Also hier wäre auf jeden Fall einer, aber der ist faul. Ne, mal gucken. Was kann der hinterlistig? Tapfer. Paranoid wie ich, gütig und lüstern. Keusch. Wir sind keusch. Also den finde ich jetzt doof. Den mag ich nicht haben. Gesellig, faul, gemäßigt. Nee. Geduldig, gemäßigt, hinterhältig. Ja, aber das ist schon mit Abstand der fähigste Mann. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Den müssen wir jetzt nehmen. Das lässt sich immer nicht vermeiden. Was lassen wir den denn machen? Steuern eintreiben, Bauaufsicht. Wirtschaftsforschung. Müssen wir ihn mal einteilen, dass es da vorwärts geht. Truppenausbildung, Militärforschung. Ja, wir lassen jetzt mal alle wieder ein bisschen in die Forschung stecken. Weil ich will nicht so hinter... Ich bin ja schon gerissen. Ich weiß schon, was man braucht im Leben und das ist Bildung. Und wir sind unbedingt, müssen wir dann vorantreiben, unsere Eroberungen. Das ist wichtig. Also 41 geht das los. Oh Gott, jetzt ist der Kanzler auch noch tot. Was ist denn jetzt los? Wen haben wir denn da? Der kann und, oh Gott, nee. Garantiert nicht. Ein Beduine mit Sunnit. Wie kommst denn du hierher, du Typ? Fursu, unser Hoflehrer. Der ist ehrgeizig, muskulös. Den können wir eigentlich ganz gut leiden. Den kann ich eigentlich ganz gut leiden. Oder den Abt. Ja, ich bin... wie machen wir das? Willkürlich. Eigentlich, ja.
Ich bin religiöser Eiferer. Das muss ein Kirchenmann werden. Jetzt, das wäre doch der richtige Ansatzpunkt. Wir müssen doch einen Kirchenmann nehmen, wenn wir schon so der Religion verfallen sind. Doch, doch. Und die Diebesgilde ist aufgelöst. Oh Gott, Kinderkreuzzug. Ach, scheiße. Uns hat die Nachricht erreicht, dass ein Junge aus Awa eine Vision vom Heiligen Geist erhalten hatte, die ihn dazu zwingt, die Waffen zu ergreifen und die wahren Nachfolger Christi zu versammeln, um einen Kreuzzug gegen die Ungläubigen zu führen, die den heiligen Boden Jerusalems entweihen. Der Junge hat viele Anhänger unter einem Banner versammelt und behauptet, dass das Meer sich öffnen wird, damit sie das Heilige Land erreichen. Das Schlimme ist ja, also für die, die das nicht wissen, das gab es ja tatsächlich. Das hat ganz übel geendet. Also die Kinder wurden dann in die Sklaverei verkauft und ach, sind schon auf dem Weg dahin, alle elendig gestorben. Möge Gott ihnen den Weg zum Sieg zeigen. Ja, ich glaube tatsächlich, sieht man das? Kann man das sehen? Oh, was hier herrscht da auch wieder irgendeine Krankheit, oder? Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Moment. Stopp. Was haben wir denn hier? Die blattern. Okay, und jetzt sieht man diesen Kinderkreuzzug. Ach. Nee, dieser Krieg hier ist echt verloren. Um was geht's denn hier eigentlich? Invasion von Aquitanien. Puh, das ist natürlich. Will auch mal einen größeren Brocken haben. Nee, den Kinderkreuzzug sieht man nicht. Aber meine kleinen irischen Truppen würden jetzt auch nichts ausmachen. Ich habe ja auch nicht so viele Leute. Das ist tatsächlich echt nicht schön. Na, und hier müssen wir jetzt echt noch ein bisschen warten. Wir müssen das hier alles noch ein bisschen ausbauen. Das nützt nichts. Reifen. Ja, und das hier. Ja, ist schon auf jeden Fall am besten ausgebaut, aber das ist ja auch der Urstammsitz meiner Dynastie, wo wir ursprünglich mal herkommen. So. Jetzt. Bis wann? 12. Juli. Und dann wird Irland versuchen, seine Insel zurückzuerobern. Dann schmeißen wir die Ungläubigen raus. Die Frage ist, wie läuft es bei ihm? Es läuft, glaube ich, gerade ganz gut. Der verteidigt gegen Schottland. Was? Der hat meine Schwester. Boah! Der hat meine Schwester, die hatten wir mit dem König von Schottland verheiratet, hat sie entführt und zur Konkubine gemacht, die Sau. Oh, mein Freund, Moment. Ja, lass ihn auslaufen. Das ist ein Drecksack. Kinderkreuzzug, okay. Die bunt zusammengewürfelte Armee von Premis hat Ulaid erreicht. Oh Gott, was will der denn bei mir? Die sind wohl in die falsche Richtung gelaufen. Jerusalem ist in die andere Richtung. Als ob die Parade von dreckigen Bauern und kreischenden Kindern nicht schon genug Probleme verursachen würde, hat ihr unglaubwürdiger Anführer auch noch um Audienz bei mir gebeten und beansprucht nun Vorräte und Unterkünfte für seine heiligen Krieger. Ich unterstütze dich. Nehmt etwas Nahrung und geht. Nee, ich bin ja. Ich muss ihm jetzt einfach alles geben, weil ich bin religiöser Eiferer. Das ist jetzt leider so. Er muss jetzt. Nimm mit. Der hat meine Schwester zur Konkubine gemacht. Ey, ehrlich, ey. Prinz Dressach. Naja. Naja, unsere ganzen Verwandten. Das ist Dressach, der ist der Herz, Lochalein und Urlumumhain. Der ist hier unten noch sehr aktiv. Und das ist der Herzog von Mumu. Also er hat hier tatsächlich den Mumu-Titel noch behalten. Und der hat natürlich einen starken Anspruch aufs Königreich. Den müssen wir uns schon noch geduldig halten. Ein gelehrter jüdischer Mann. Das kannst du vergessen, du kriegst bei mir niemals einen Job. So, Moment. Kinder haben keinen Bildungsschwerpunkt. Christina Nick Benedetto. Wer bist du denn?
Prinzessin Lertan. Also von meiner Schwester, die Tochter. Na gut, ja, eine Italienerin kriegen wir dahin. So, jetzt mein Freund. Jetzt ist natürlich gerade sein Krieg vorbei. So, Gefangenenbefreiung. Wir könnten jetzt tatsächlich, wenn wir gewinnen, Prinzessin Lertans Meinung, wir könnten jetzt Prinzessin Lertan retten, Tribut erzwingen. Aber ich will den Heiligen Krieg. Ich will hier Heiliger Krieg um Man. Wieder. Oh, das ist jetzt wirklich jetzt. Wir müssen uns für eins entscheiden. Und das ist, ich entscheide mich jetzt für das Südliche. Wir machen jetzt einen Heiligen Krieg um Legion. Das ist das beides hier. Oder können wir das ohne Heiligen Krieg machen? Dann bleibt's, dann läuft es auf 1 hinaus. Dann können wir immer nur 1. Nee, Heiliger Krieg. Moment. Um Legion. Und das heißt, wenn wir gewinnen, kriegen nur das Herzogtum Legion. Na gut. So. Dann sammeln wir erstmal unsere Truppen. Apropos, haben wir denn noch genug Befehlshaber? Oh, guck mal hier. Der Herzog von Legion. Das ist ja voll der Typ. Der Bürgermeister kann nicht so richtig was, aber da können wir noch einen Abt einsetzen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, dann sammeln wir mal unsere Truppen. Und dann schauen wir mal. Und Italien ist dabei. Auch wenn der gerade, glaube ich, genug andere Probleme hat, weil der wird jetzt verlieren. Ja. Oh, Moment, das gucken wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Guck dir das an. Oberlothringen, ey, guck's dir an. Der Typ, ey. Ja, das ist mal ein Herzog, würde ich spontan behaupten. Das ist krass. Also der hat jetzt gerade echt einen ganz schönen Schnitt gemacht hier. Und warum, was ist denn mit euch eigentlich hier? Bündnis, ich kann dich gar nicht rufen. Ach so, weil es ein Kind ist wahrscheinlich. So, dann werden wir mal hier unsere Truppen sammeln. So. Nee, und dann haben wir doch hier. Ach so, nee, das ist okay. Na, wir stürmen schnell das Ding und dann gehen wir kämpfen. Und jetzt gehen wir erstmal hier die Truppen besiegen. Jetzt holt er seine ganzen Glaubensbrüder. Oh, wir haben ganz viele Gefangene gemacht. Ui, 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 ui. So, Leute, jetzt. Warte mal, können wir einen Ritterorden rufen? Oh Gott, die sind total hinüber. Die sind beide total hinüber. Guck mal, 137 Leute. Ja, das lohnt den ganzen Aufwand nicht. Da müssen wir jetzt durch. Ja, ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass sich hier noch ein paar Leute anschließen. Und jetzt werden wir hier alle einzeln. Solange er seine Truppen nicht vereint, haben wir eine Chance.
Ja klar, da hat er natürlich wieder 4000 Mann am Start da oben. Alter Verwalter, 5000, na supi. Na, das war vielleicht nicht unbedingt die cleverste Idee aller Zeiten. Ey, Italien, wie sieht's denn aus? Würdet ihr spontan mal ein paar Leute schicken? Ja, so läuft's ganz gut. Jetzt kommen sie. Das unbewegte Meer. Premsil behauptete, dass sich die Gezeiten des Mittelmeers bei der Ankunft seiner Armee teilen würden und seine Krieger so unversehrt bis ins heilige Land marschieren könnten. Bedauerlicherweise hat der Herr diese Verheißung nicht erfüllt und nun sitzt die große Armee aus Bauern und Kindern in Genua auf der Suche nach einer Möglichkeit, die sie nach Asien bringt. Einige der wenigen entschlossenen Mitglieder des Kreuzzugs haben bereits ihren Glauben verloren. Aber Premsil bleibt bei seiner Überzeugung stark und findet jeden Tag neue, hoffnungslose Rekruten. Sie könnten mehr Truppen brauchen. Ich wende einige Ressourcen auf, um ihre Durchreise zu erkaufen. 150. Ich kann mir das Geld aufwenden, um ihnen Nahrung zu schicken. Ich werde beten. Na komm, ich kaufe ihnen die Durchreise. Und jetzt kommt die entscheidende Schlacht. Die müssen wir jetzt irgendwie schaffen hier. Schlagt die Heiden. Schlagt sie kurz und klein. Wir haben die besseren Anführer. Die haben nämlich gar keine. Guck mal, unsere Anführer sind gut. Vielleicht rettet uns das ja. Jawohl, ihre Moral ist gebrochen. Komm, macht sie nieder. Tötet so viele, wie ihr kriegen könnt. Ui, das war gut. Das war eine gute Schlacht. Wir müssen die ganzen Heiden abschlachten. Das nutzt nichts. Bevor sie sich sammeln und immer mehr werden. Wir müssen so viele wie möglich töten. Oh, italienische Truppen. Jawohl. Die Italiener haben was geschickt. Aber wenn die gerade den Arsch voll kriegen, ist natürlich ärgerlich. Jetzt habe ich natürlich auch die vertriebenen Armee in ihre Richtung vertrieben. Nicht so schön. Aber hier haben sie auch ein paar Anführer dabei. Aber die kriegen wir trotzdem. Sehr gut. Wir haben den König. Haha, meine Freunde, wir haben den König. Moment. Kriege ich jetzt... Nee, warte mal, wie kriege ich denn jetzt meine Schwester hier wieder, mein Freund? Gar nicht. Wo ist meine Schwester? Wo ist meine Schwester? Prinzessin von Eyre, Partner Olafsen. Am Hof. Wie die ist es? Das ist die Dümmliche. Nee, geht nicht. Ist egal. Ich habe den König. Ich mache jetzt direkt Frieden. Jawohl, das war gut. Das war ein großer Triumph. Das war ein großer Triumph. So, jetzt habe ich hier zwei neue Domänen. Ach so, ich habe alles bekommen. Okay, das müssen wir mal in Ruhe verteilen. Denke ich. Ich guck mal, wen habe ich denn so an meinem Hof? Oder wem könnte ich das denn überantworten? Was sagt denn die Familie so zum Thema? Guck mal, sie ist regulär verheiratet. Die Prinzessin ist auch regulär verheiratet. Sie ist hier. Hatte ich nicht irgendjemanden hier? Matrilinear. Und dann habe ich hier meinen Neffen. So. Dem gebe ich jetzt spontan Grafschaft Leggen. Diese da mitsamt niederen Titeln. So. Und dann brauche ich noch jemanden an meinem Hof, den ich gut leiden kann, den ich mag.
Ui, Eredan, Prinzessin von Eire. Da sie ist schon. Ui, du da. Ja, jetzt ist die Frage, wen könnten wir denn da? Habe ich denn am Hof irgendjemanden, wo ich sage, boah, dem würde ich das gönnen? Wer bist denn du? Hey, das ist ein Ire mit einem italienischen Namen. Lorcan. Ja, der ist eh bald weg. Fursu, mein Hoflehrer. Ja, den finde ich okay. Könnten mal nach Meinung sortieren, wen kann ich denn am besten leiden? Fursu finde ich tatsächlich ganz cool. Fursu finde ich ganz geil. Ja, dann gebe ich ihm den Landtitel. Osraik. So. Und jetzt müssen wir ihm natürlich die Vasallen übertragen. Der Häuptling von Osraik. Zack. Und dann kriegt er noch den Häuptling von Leggen. So, und der kann sich ja dann nach oben dienen. Gut. Und dann haben wir jetzt nur noch diesen kleinen Zipfel. Den will ich auch noch haben. Das ist mein nächster Plan. Ich möchte Irland für mich alleine haben, damit Irland endlich frei sein kann. Aber das wird noch eine Weile dauern. Deswegen sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.